Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. Oh my God, this reminds me of when we're young. Let me photograph you in this light, in case it is the last I'll ever mind. Be exactly like we were before we realized we were sad, getting old, our minds are restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you've moved overseas, that's what you say when you left me. To look like a movie, used to sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time ever in my being there in life. We were before we realized we were dead, I'm getting old. Vom Herzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mikrofon. Ich muss auch ein bisschen mit denen trinken. Wir sind so gute Freunde. Wow, euer Coach war so stolz gerade. Du siehst allerdings so stolz aus, Sido. Allerdings. Großartig. Ich hatte Gänsehaut. Danke. Ihr seid wirklich beide sehr, sehr gut gewesen. Die Parts, die ihr zusammen gesungen habt, waren unfassbar klar und unfassbar gut. Ich hatte immer wieder Gänsehaut bei diesem Auftritt, aber ich hatte die häufiger bei Freshstar, muss ich sagen. Ray, würdest du jetzt gerne in Sidos Haut stecken? Gottes Willen, nee. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich ein bisschen vor Sido neigen. Das ist echt ein unglaublicher Battle. Ich finde, Frechte hat eine besondere Stimme, auf jeden Fall. Aber Kia hat einfach, finde ich, der Technik, also so ihr Gesang, ist einfach einmalig. Ich habe gerade sehr, sehr viel Respekt vor euch beiden. Ihr habt euch ergänzt. Von den Stimmen her konnte ich jetzt nicht sagen, dass eine besser war. Frechte hat eine sehr schöne Tiefe. Aber bei Kiara fand ich, was auch Marc gesagt hat, technisch war ich sehr beeindruckt, was du so das gesungen ich, hast. Achso, das hast ich oh mein Gott, tut mir leid. Oh, ja, sorry, okay. Guys. Vielleicht habe ich bei dir kurz geschlafen, Marc. aber auf alles geht's dir auch so, wenn Marc fängt an zu reden, stelle ich mir einen Wecker.
Ja, es ist wirklich so. Es geht ziemlich lang weiter auf jeden Fall. Da muss man immer so den Punkt finden, wo man aufhört. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ihr habt wirklich beide verdient, weiterzukommen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, Chiara. Ihr könnt ja alle gleich noch stehlen. Vorher wollen wir aber wissen, was Sido sagt. Also für mich hat sich hier nochmal bewahrheitet, was ich die ganze Zeit über euch beide gedacht habe. Ich wusste, es wird ein sehr, sehr hartes Battle. Für mich ist das komplett 50-50 von dem, was ich hier gesehen habe. Und das war es die ganze Zeit. Vielleicht war es dumm von mir, euch beide gegeneinander antreten zu lassen, weil ihr wirklich beide noch große Chancen in dieser Sendung hättet. Aber ich werde mich entscheiden. Wie gesagt, es ist 50-50 von dem, wie ich hier entscheiden müsste, ohne mein Herz und ohne meinen Geschmack. Aber ich packe meinen Geschmack jetzt mit drauf. Und da finde ich Fresh da einfach ein Stück. Ich hoffe, du kommst weiter. Ich hoffe, du kommst weiter. Glückwunsch. Liebe Frescha, das ist dein Applaus. Wir sehen dich sicher in den Singer. Vielen Dank. Liebe Chiara, ich glaube, du hast eine relativ große Chance, einen von den Plätzen im Steel Room zu ergattern. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, euch Chiara zu sichern für den Steel Room. Ab jetzt. Leute, ihr tut nicht nur euch einen Gefallen. Genau. Ihr tut auch der ganzen Sendung und The Voice einen riesen Gefallen. Okay. Steel Deal. Wir können dir erstmal gratulieren. Perfekt, perfekt. Also besser kann es nicht sein. Super. Chiara, ich will unbedingt noch mehr Songs mit dir ausprobieren. Ich finde, man kann mit dir so viel machen. Ich will hören, was du gerne singst. Ich will die Limits von deiner Stimme austesten. Und ich würde einfach super gerne mit dir arbeiten und würde mich freuen, wenn du dich für mich entscheidest. Ich kann dir nur das sagen, was ich mit dir verbessern will, Alter. Wieso das, was du nicht vom Sido bekommen kannst. Ich will mehr Emotionen. Ich will an deine Seele halt einfach, ich will es hören in deiner Stimme. Gut. Können viele. Grandios können die wenigen. Es ist echt schwer. Also, ich wollte von Anfang an immer zu Ray. Du hast dich ja leider nicht umgedreht. Aber die Argumente von Alice haben mich überzeugt. Ich würde auf jeden Fall gerne zu Alice gehen. Deine Faust.